Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Im letzten Part haben wir uns auf Wollejagd begeben und sind erkläglichst gescheitert. Was mich nicht sehr glücklich macht. Oh, Eisen. Aber wir können ja jetzt erstmal uns ein bisschen erst zu essen machen, damit wir, bin ich gerade nicht so wohlgesinnt zu den Nachbarn, die sie hier überall schon rumschleichen. Ich habe heute gleich nach der Schule, als ich heimgekommen bin, habe ich ja das Black Ops LP angefangen, wieso gehe ich hier hoch? Und, ne doch, ich will da hoch. Habe ich das Black Ops LP angefangen und... ich freue mich, dass es so toll bei euch angekommen ist. Also, ich kann es ja nur sehr schlecht bewerten, wie ich spiele oder keine Ahnung. Okay, ja, ums Spielen ging es relativ nicht, aber um das Spiel an sich, da freue ich mich, dass es, ja... Ich habe den Faden verloren. Okay, ich suche mir gerade mal einen neuen Faden. Oh Gott, ich habe gerade voll den Blackout, sorry. Okay. Also ich freue mich wirklich, dass meine LPs irgendwie richtig toll bei euch ankommen. Also richtig toll jetzt nicht, aber immerhin, sie werden von Leuten geguckt. Das freut mich. Hier ist mein... da ist mein Faden, da habe ich den gepackt. Ich finde das einfach klasse. Also ich habe mit dem LP angefangen, weil ich, Lando, Felix wollten einen LP-Wettbewerb machen. Felix hat zuvor schon was hochgeladen. Lando hat keinen Bock, was hochzuladen, weil sein Internet zu beschissen ist. Und ja... ich musste irgendwann mal anfangen und inzwischen macht es mir richtig Spaß. Also ich habe mich jetzt richtig gefreut jetzt hier. Ich meine, es ist gerade 7:45 und mir fällt gerade auf, dass ich meine Stoppuhr nicht gestellt habe. Moment. Okay. Ach, ist ja auch egal. Ich bin gerade, ja, ich bin voll happy. Also ich weiß nicht, es sind jetzt nicht mega viele, die das schauen, aber mehr als ich am Anfang gedacht hätte. So, und jetzt erst... ah, die Musik. Ich finde es einfach immer nur klasse, dass wir jetzt mit der Playlist spielen. So, und jetzt die schöne Stille und die Musik übertönen, indem wir uns ein richtig fettes Schnitzel in den Hals schieben. Und noch eins und am besten noch eins. So, und am besten nochmal schön aufstoßen. Und ja, der Plan ist nach wie vor eigentlich dasselbe, dass wir Wolle finden, aber... da das wahrscheinlich nichts werden wird, werde ich einfach mein... ist da draußen? Ach ja. Nee. Nein, da spiele ich nicht mit. Der Plan ist immer noch gleich, wir brauchen ein Bett. Aber wir werden jetzt nicht auf Wollejagd gehen, denn das hat irgendwie keinen Sinn, habe ich gemerkt. Und deshalb werde ich jetzt erst einmal... mein Gott, was macht er? Er wird uns töten. Nein, werde ich nicht. Ich mache mir jetzt eine Eisenaxt und Schaufel haben wir. Schaufel, Axt, Spitzhacke haben wir. Die Steinhacke brauche ich jetzt erstmal nicht, aber die lasse ich jetzt mal im Inventar. Das interessiert ja eh keinen. Zuerst, also der Plan ist jetzt, wir warten, bis uns ein Schaf über den Weg läuft. Was wir bis dahin machen werden, ist, wir werden das Feld traurend Herzen, das schöne Feld, das wir zusammengebaut haben, werden wir abreißen und werden unsere Hütte etwas vergrößern, denn mit der Größe sind weder ich noch meine Zuschauer zufrieden. Oder wenn ich es so beschreibe, ja, wie hat das denn beschrieben? Ja, ich hätte ein verkrüppeltes Haus und dieser gewisse jemand hätte voll die tolle Villa in seinem LP. Hahaha. Ja. Ist er weg? Er ist weg. So, er ist wahrscheinlich jetzt hier um die Ecke. Genau. Hau ab. Jetzt latscht er über unser Feld. Sag ab. Hast du keinen Anstand, Junge? Keinen Anstand. Ja, wir werden das schöne Dach wieder abreißen müssen. Und das schöne Haus. Aber es dient hier alles einem guten Zweck. So, dann... fangen wir hier doch gleich mal an. Den Waldboden etwas auflockern.
Und unser schönes Feld, auf dem wir schon so reiche Ernten hatten, wird jetzt abgerissen. Und Herr Creepermann, kommen Sie angescheichert mit Ihren rosa Wangen und ja, so, also als ob ich hier einen Lutscher in der Hand hätte, so, da kommen die angescheißert und, ja, explodieren gleich vor Freude oder vor Wut, weil ich ihnen keinen Lutscher gebe, eins von beiden. Ja. Ja, weiteres. Wie gesagt, ich habe jetzt bisher mein LP so, ich versuche es nach euren Wünschen anzupassen. Ich habe jetzt auf Wunsch von, ja, ich sag die Namen einfach nicht. Ich weiß nicht, ich warte es jetzt einfach nicht an. Auf den Wunsch von gewissen Zuschauern habe ich auch jetzt die Playlist genommen und das Gong Texture Pack. Wäre ja ohne euch eine recht schwere Wahl geworden. Eigentlich gar nicht, weil ich hätte die so oder so genommen, dann wenn ihr nichts gesagt hättet, aber trotzdem. Und ja, jetzt hat man mir gesagt, dass mein Haus scheiße ist. Was es wirklich ist, das gebe ich zu. Und deshalb bauen wir uns ein schöneres. So einfach ist das. Einfach sagen, wenn euch was nicht passt. So, und dann bauen wir uns hier geschickt um unsere Farm rum, was total dämlich ist. Aber ich habe den Eimer. Nehme ich mir lieber noch mal ein bisschen Wasser mit. Und dann hauen wir das hier doch mal zu. Zu. Von unserem reichen Felde wird es wahrscheinlich nicht so viel kommen. Ich meine, wir haben da viel, oder ich habe da 4 Samen investiert in dieses wunderschöne Feld. Und bekommen werde ich nichts. Gar nichts. Doch, 1 Samen. Muha. Da freue ich mich doch. Nicht eigentlich, also es war jetzt nicht so optimal, aber das LP dauert ja noch lange. Und bitte seht das jetzt nicht als negativ, es wird noch lange dauern und ja, ihr wisst schon. So, ah, es ruckelt schon wieder. Ich habe aber diesmal nichts zu rendern. Oder so, also es dürfte eigentlich nichts sein. Nur ein bisschen Hähnchen, dann noch ein bisschen Arschfleisch vom Schwein reinpacken und haben wir hier da. Haben wir doch Holz. Da fange ich doch schon gleich mal an und bauen wir unser Haus ein bisschen aus. Ich meine, das können wir hier erlassen so. Das wird dann so unser Vorraum. Den Dachboden, ja. Den werde ich dann wahrscheinlich ausradieren. Aber so vom Grobkonstrukt werden wir das Ding erstmal lassen, damit wir nachts einen Unterschlupf haben. Und ich hoffe, man merkt es, ich lerne dazu. Also, ich meine, meine erste Minecraft-Folge, wer sich daran erinnert, ist ja nicht so lange her. Ja, ich war grün hinter den Ohren, also ich habe schon viele Testaufnahmen gemacht, aber das ist wirklich, also wenn ihr wirklich wisst, das werde ich hochladen, das werden meine Freunde sehen, dann geht ihr da völlig anders ran. Und also für jeden von euch, das werden wahrscheinlich um die Null sein, obwohl, ja, Felix macht schon LP, Lando will eins anfangen, schafft es aber nicht hochzuladen, also für alle, die ein Let's Play anfangen, ihr müsst einfach weitermachen. Egal, wie scheiße es wird, ich meine, wer sich an meinen Anfang erinnert, ja, wer weiß, wovon ich rede. Es lief ja nicht alles so prickelnd. Und ja, es kann ja nur besser werden, seht mal so. So ist auch mein Lebensmotto, es kann nur besser werden. Ja, dann machen wir hier nochmal, so groß wollte ich das eigentlich gar nicht haben. So, dann mache ich den hier weg. So, dann passt das erstmal. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich habe schon so einen Plan, ein bisschen. Ja. Wir werden Holz brauchen. Nur dann kann ich ja gleich mal den Baum hier mitnehmen. So. Holz. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
So. Das müsste passen. Ja. So, dann. Auch wichtig, immer aufforsten. Wenn euch mal das Holz ausgeht. Ja, okay, uns wird jetzt nicht so schnell das Holz ausgehen, aber. Ich mach's jetzt aus Prinzip. Da wird da eine große, schöne Buche wachsen. 6, 7. Ja, passt. Passt. Passt nicht. Es ist gerade so still. Ach so, weil der Track gerade ausläuft. Okay. Lalalala. Ich sollte wahrscheinlich nicht singen, denn wahrscheinlich werde ich den Ton immer asynchron schneiden und das wäre dann. Es kommt dann richtig arg scheiße rüber, wenn ich das mal so sagen darf. Also werde ich in diesem LP nicht singen. Naja. Wie wollte ich das denn machen? Ja, okay. Wir werden dann wahrscheinlich hier unsere Farm hin verlegen, so auf dieses Gebiet. Und da brauchen wir ja einen Ausgang. Und Holz. Ganz viel Holz. Scheiße, schon knapp 10 Minuten. Ja, wenn man richtig anders an die Sache reingeht, dann verzieht sich die Zeit, ja. Dann vergeht die Zeit richtig wie im Flug, also. Ich weiß nicht, in der ersten Folge habe ich mir so gedacht, ich habe gedacht, das wird viel lustiger. In der zweiten Folge habe ich mir gedacht, los, mache ich weiter, vielleicht wird es hier noch. In der dritten Folge habe ich mir gedacht, ach so ein Scheiß, ich werde es wahrscheinlich abbrechen, was ich dann auch vorzeitig gemacht habe. Und in der vierten dann, ja, könnte was werden. Und jetzt bin ich so richtig der Überzeugung, dass wir hier vielleicht richtig viel Spaß haben werden. Also wir, also du, ich und der dritte nebenan, also. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Sagen wir mal, also mein Abonnentenkreis habe ich ja noch gar keinen. Ich habe jetzt drei Abonnenten habe ich. Einen, den ich nicht kenne und der nichts mit mir zu tun hat. Der hat mich einfach so just for fun abonniert, keine Ahnung. Dann Lando, weil ich ihn abonniert habe, obwohl er noch kein Video oben hat. Und Felix, weil es mich immer interessiert, was er gerade so hochlädt. Der auch momentan, also der dauernd, ich weiß nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Also er hat mindestens jetzt schon sein, ich glaube, siebtes Let's Play, irgendwie sowas hat er mir gesagt, hat er jetzt angefangen. Und da ist unsere ach, wir haben ja eine neue Axt. Ja, er fängt irgendwie neue Let's Plays an. Und nach ein paar Folgen merkt er, ja, die sind scheiße. Wäscht sie und fängt von neuem an. Manchmal gibt er sogar schon auf, bevor er überhaupt anfängt, irgendwas hochzuladen. Und ja. Also, ich meine, ist sein Ding. Also, ich kann es teilweise verstehen, weil ich war ja auch kurz davor, aber ich weiß nicht. Ich versuche das jetzt einfach weiterzuführen, weil, naja, wenn ich faile, dann faile ich halt. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. Ist ja alles nicht. Oh. Dann ist ja alles nicht so weiter schlimm. Also, naja, ich mach jetzt auch mal so in den Bauphasen so. Ein bisschen Musik kann nicht schaden. Vor allem, weil ich jetzt wahrscheinlich eh nicht so viel sagen werde und, naja. Ach ja, apropos Bauphasen. Das habe ich jetzt auch von Conquer, der immer seine Bauphasen hat. Ich habe auch meine Phasen, aber das sind andere. Oh Gott, ich habe schon wieder voll den falschen Gedanken im Kopf. Ja, nur. Ich erzähle euch nicht, welcher Gedanke das war. Also, zum Thema Bauphasen. Wenn ich Bauphasen machen soll, so wie Gronkh, also jeder, der dieses Let's Play schaut, wird wahrscheinlich Gronkh kennen. Also, wenn ihr euch Bauphasen machen soll, so wie Gronkh, also in Peaceful-Modus gehen erstmal und dann durchbauen, damit es sich nicht immer so hinzieht. Du musst mir sagen, ob ich das machen soll, ob ihr das wollt. Ich werde gerade von hinten geschossen. Ja, los, tötet euch, tötet euch. Ja. Ich setz auf den Weißen.
Oh, spannende Kampfmusik. Oh. Das Battle unseres Lebens. Mein Gott. Die Spannung. Oh. Und wir machen den Abstauber und kassieren gleich auch noch seine Experience Points. Die XP. Und wir sind immerhin Level 6, obwohl wir bisher... Wie oft sind wir gestorben? Zweimal, dreimal, irgendwie sowas. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Ach. Verdammte Axt. Holz. Aus Holz mache Tür. Türsätze an Holz. Tür mache weg. Mit Spitzhacke. Ich glaube, ich werde dann zu langsam den Part beenden. Es sind ja schon wieder, ja, fast 15 Minuten. Und ja, danke, dass ihr den Part angeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffe ich doch. Ich gehe lieber schnell rein, bevor er mich wieder anschreit, dass ich hier draußen rumirre. So, ja, der Baum, der muss jetzt noch weg. Können wir dann nächstes Mal mit gut Holz die Aufnahme starten, dann geht das schon. Und Schafe finde ich ja auch keine. Könnt ihr ja auch sagen, wenn ich irgendwie mir ein Bett hercheaten soll, weil das einfach nur nervig ist, wenn ich die ganze Nacht dann warten muss. Das ist ja euer Ding. Das müsst ihr nie entscheiden. Und während ihr das entscheidet, ja, hocke ich mich erstmal auf den Dachboden und gehe mal virtuell schlafen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Bis dahin, tschüss.